Allah subhanahu wa ta'ala erwähnte die Ruhe sechsmal oder an sechs Stellen im Koran. So sagt Allah azza wa jal. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. Und ihr Prophet sagte ihnen, das Zeichen seiner Herrschaft ist, dass euch die Bundeslade kommt, in der die Ruhe von eurem Herrn enthalten ist. Die Bundeslade ist ja bei den Juden, also Bani Israel. Und das war in welcher Zeit? Ja? Genau, also als Dawud noch ein Kind war. Und um wessen Herrschaft geht es hier? Talut, genau. Dass Talut der König ist, mit dem sie gegen Jalut kämpfen soll. Und als Zeichen, dass er eben wirklich von Allah auserkoren ist, sollte diese Bundeslade, in der die Tora war, wieder eintreten, weil sie war verloren gegangen. Die damaligen Israeliten hatten ihre Tora verloren und sie kam dann wieder zurück. Die Engel brachten diese Tora. Auf jeden Fall, Allah Azza wa Jalla erwähnte, dass darin Ruhe enthalten ist, weil in den Geboten Allahs wird der Mensch Ruhe finden.